kaputt. Ach so. Okay, sonst ist hier nichts. Gehen wir erstmal zum anderen Portal. Und mein Kopf wird jetzt bald zerquetscht vom Headset. Das ist nicht gerade gut. Ah, da kommen immer Champions raus oder so. Freut euch an eurem Sieg, meine Freundin. Dankeschön. Viel. Aber das ist auch kein Problem. Ist ein Schnitter, eine Sichel. Und sonst, ja, weiter oben. Ja, das machen wir jetzt dort oben nicht. Wir wollen wieder durchs Portal. Oder man kann dort oben auch raus, dann machen wir es trotzdem. Aber irgendwie ist die Gegend mir nicht so erfreulich. Macht nicht ganz so viel Spaß. Es gibt noch ein bisschen nervige Gegner hier, die überhaupt nichts können. Ja, hier ist auch nicht so viel mehr. Ihr wagt es, mich anzugreifen? Ja, scheinbar schon. Also dann auch noch dort oben. Also ich glaube, diese Dings sind immer dann zurückgekehrt, die gehen nicht in eine andere Ebene oder so. Dann gehen wir den Ausgang wieder raus, kommt das gleiche drauf an. Also es gibt noch eine Belohnung. Ah, ich nehme mal den unten, wir haben Zeit. Und wir können noch ein bisschen das Finale herauszögern. Oder? Nimmt mir das so ernst, dass ich euch den Endboss noch nicht zeige. Ich mag es einfach nicht, das ganze Durchgerasche, was die anderen Let's Play immer machen. Das ist kein Let's Play, das ist ein Let's Rush. Unglaublich, wie gut ich bin. Und ich hab's lieber ein bisschen sorgfältiger. Genieße die Story. Genieße das Umfeld, die Nebenaufgaben und alles so. Dankeschön für das Tunic, kleiner Freund. Nein, nicht Tunic, seltene, sorry. Das dachte ich schon, wieso? Tunic, das war doch kein Tunic. Gibt's hier irgendwo wieder ein Portal? Ist ein bisschen wenig los, wenn hier kein Portal ist. Okay, schade. Und wie er weggeschleudert wird. Frostnova, so ein geiler Skill. Okay, wir haben alles. Gehen wir mal durch das Portal, durch den Rückrufestein. Aber wahrscheinlich war es für die Katz. Schauen wir mal, was wir Neues haben. Hydra ist wichtiger. Okay, nichts Gescheites. Ah, oh, können wir immer wieder rein, cool. Ah, das ist eine Falle. Sich in der Festung niedergelassen. Dessen bin ich mir sicher. Lange habe ich die vom Kampf gezeichnete Fassade angesehen und vom Schutz ihrer Mauern geträumt.
Das hat sich verändert. Die leeren Terrassen sind kalt geworden. Verzweifelt versuche ich, den Dämonen zu entkommen. Doch was auch immer im Inneren der Festung wartet, könnte noch schlimmer sein. Ich wärme mich gerade erst auf. Ja, wir wärmen uns auf ein bisschen. Ich hoffe, hier ist nicht schon wieder ein Portal irgendwo. Ah, da unten müssen wir hin. Also machen wir ein bisschen vorwärts, damit wir im Adventure-Modus hier noch ein bisschen durchmachen können. Dann kommen wir da drunter. Ah, da unten wahrscheinlich. Okay, gehen wir nach unten. Also im Adventure-Modus gibt es noch viel zu tun. Hier geht alles kaputt irgendwie. So Nepalim-Rift-Tore, wo es eine Prüfung gibt. Und so weiter. Dann gibt es neue Belohnungen in Form von Marken, wo man dann neue Items kaufen kann, wie in einem Glücksspiel. Wie bei Diablo 2, wo man nicht weiß, wie das Item stark ist, was es für Eigenschaften hat. Kauft man es, sieht man dann die Eigenschaften. Okay, wir sind hier wieder falsch. Dann müssen wir hier mal nach rechts. Sind überall so, sind es Farne oder irgendwie Skelettteile. Wir werden euch vernichten, selbst wenn... Uiuiui. Was haben die denn für ein Problem? Ja, da musst du es halt wieder erlangen und nicht mehr sagen. Oh mein Gott, was ist denn hier los? Jetzt übertreibt ihr es. Irgendwie hat Freps gerade Probleme mit der Performance, sorry. Ach, wieso habe ich noch nicht die neue Grafikkarte? Ich bräuchte ein besseres Aufnahmeprogramm und wahrscheinlich ist Nvidia ShadowForce besser als Freps, aber die anderen sind es leider nicht. Da muss ich momentan mit den Lags kämpfen. Und es überleben. Es ist gut. Ich will jetzt endlich weiter. Oh mein Gott. Der endlose Kampf beginnt. Aha. Der will es also wissen. Wahrscheinlich mussten wir die zwei Großen töten, bevor es aufhören täte. Und es hat aufgehört. Gehen wir noch kurz hier rechts schauen. Ja, hier ist auch alles weg. Okay, das wusste ich nicht. Dann war es so extrem lange. Und wir haben Schlammspritze mit Eisenkappe. Jo. Nice. Nicht schlecht. Das nehmen wir auch noch mit.
Und sonst Hosen sind nicht so stark. Okay. Je mehr Leben wir verloren haben, desto mehr Bewegungsgeschwindigkeit bekommen wir. Ja, natürlich. Ui. Ich habe einen Stein umgekehrt. Jetzt müssen unsere Gegner uns angreifen. Hui. Ah, ein Schrein. Nice. Und ich höre immer wie weniger. Weil das Headset immer wie dichter an meine Haut gepresst wird. Juhu. Wow, 6000 Schaden. Bist du gut? Okay. Und das ist jetzt der Eingang. Aha. Uhu. Tachchen, Leutchen. Okay, wir müssen Platz machen. Hier. Sind wir jetzt 57. Alte Waffen sind halt nicht so gut, aber ich schaue gerade, ob wir irgendwas Altes haben. Nein, ich habe alles gelöscht. Okay, machen wir weiter. Hallo Tyrael. Ich habe schlechte Neuigkeiten. Der Splitter hat mir Maltaels Plan offenbart. Er ist schrecklicher, als ich es mir je hätte vorstellen können. Mit Hilfe des schwarzen Seelensteins will er sämtliche dämonischen Essenzen einfangen. Selbst jene, die Teil eines jeden Menschen sind. Wenn der Stein verändert wird, um jedem Mann, jeder Frau und jedem Kind in Sanctuario die dämonische Essenz zu entreißen, werden sie alle sterben. Nein, wir können ihn noch aufhalten. Und wir fangen damit an, indem wir die Festung angreifen. Ich hoffe, es ist nicht zu laut. Verändert den schwarzen Seelenstein grundlegend. Der Stein wird jetzt jegliche dämonische Essenz aus der gesamten Existenzebene anziehen, in der er sich befindet. Doch die Menschen stammen sowohl von Engeln als auch von Dämonen ab. Und mit Ausnahme von mir trägt jeder Sterbliche diese dämonische Essenz in sich. Sie ihnen zu nehmen, würde bedeuten, ihnen die Seele aus dem Leib zu reißen. Aua. Tyrael sagte mir, dass die geflügelten Meuchelmörder einst die Seher der Weisheit waren. Als Gegenleistung für ihr ewiges Schweigegelübde durften sie Maltaels Teiche der Weisheit in den hohen Himmeln betreten. Greif die Haken ja, ja. an! Genau, die Haken angreifen. So. Oh Gott, was ist denn das? Komm, durchschlag das Tor. Zerschmettert die Haken! Easy. Zerstört die Haken, sonst kommen wir nicht vorwärts. Die Hölle ist auch drauf. Ein letzter Schlag noch. Und bäh!
Das Tor wurde zerstört. Ja. Und wir haben ein Level up fast. So, schauen wir mal, was wir hier haben. Festung des Wahnsinns. Die Festung des Wahnsinns. Als ich gegen Maltheil kämpfte, glitt mein Schwert durch ihn hindurch, als bestünde er aus Luft. Er befindet sich in einem Zustand des Lebens und des Todes, unempfindlich gegenüber jeglichem körperlichen Schaden. Eure Magie genügt nicht. Um ihn besiegen zu können, müsst ihr über die Kräfte des Todes verfügen. Genau wie er. Ja, toll. Die Geister in den Tiefen der Festung könnten der Schlüssel dazu sein, oder nicht? Die Macht der Toten. Falls ihr eins damit werden könntet, wärt ihr wie Maltael. Und ihr könntet ihm gegenübertreten. Was? Aber ihr müsst euch beeilen, einen Weg zu finden. Tausende sterben in jedem Augenblick. Und Maltaels Macht wächst ins Unermessliche. Das Gerümpel mal wegwerfen. Ich hätte nicht gedacht, euch je wiederzusehen. Diese Stimme. Kann das wahrhaftig meine einstige Mentorin sein? Oder ist das eine Täuschung? Diesmal haben wir beide sie gesehen. Okay. Eine Mentorin, also die Lehrerin von der Zauberin. Wahrscheinlich gibt es von den anderen Klassen auch irgendwas. Isendra? Seid ihr es wirklich? Mentorin, ich habe euch vermisst. Ich benötige Hilfe, um Maltael besiegen zu können. In seinem derzeitigen Zustand kann ich ihm nichts anhaben. Ihr habt in meiner Abwesenheit viel gelernt. Offenbar selbst Demut. Oft sehne ich mich nach den Tagen zurück, als wir gemeinsam die Magie erforschten. Auch ich erinnere mich gern an jene Zeit. Doch es gibt nichts mehr, was ich euch noch lehren könnte. Dennoch werde ich euch immer zu meinen Freunden zählen. Okay. Und als solcher braucht ihr mich nicht um meine Hilfe bitten. Sie ist die eure. Ich und die anderen gefangenen Geister verfügen über große Macht. Doch reicht sie nicht aus, um uns zu befreien. Solltet ihr das vollbringen, können wir euch helfen. Und was müssen wir tun? Ist eine Sackgasse. Also, jetzt kommt wieder die Action wahrscheinlich. Zuerst eine Rendersequenz. Nephalem. Der schwarze Seelenstein gleitet durch das Portal nach Sanctuario. Selbst in diesem Moment trägt er den Tod in eure Welt. Und so endet der ewige Konflikt. Ja, sicher. Okay. Irgendwie denke ich, er will sich selbst umbringen. Vor Maltaels Verwandlung erreichten seine Seher der Weisheit gelegentlich ein Stadium außergewöhnlichen Wissens, das ihnen den Titel Exarch verlieh. Diese geschätzten Gefolgsleute bewachten den Kelch der Weisheit in Maltaels Abwesenheit und waren auch die letzten, die die hohen Himmel verließen, nachdem ihr Meister verschwand. Daraus habe ich viel gelernt. So. Das sieht auch cool irgendwie aus. Die
Diese Monster waren einst die berüchtigsten Verbrecher Westmarks. Insassen der dreckigsten und düstersten Zellen in den Stadtgefängnissen. Einer war schlimmer als der nächste. Gewissenlose Mörder, die unzählige Männer... Sie bezeichnen mich als Helden. Unzählige Dämonen habe ich getötet. Schlachten gewonnen, Belagerungen durchbrochen. Alles vergebens. Ich weiß, dass dieser Krieg keinen Sieger haben kann. Denn es ist eine endlose Abfolge von Rache, Stolz und Hass. Tyrael versteht das nicht. Für ihn existiert nichts außer dem Ruhm des Kampfes. Eines Tages wird sich das vielleicht ändern. Doch noch ist dieser Tag fern. Ach, lass doch diesen Tyrael in Ruhe. Der weiß, was er macht. Hier ist ein Portal, also so ein Eingang. Es muss noch andere geben, die einen Ausweg aus dem ewigen Zwist suchen. Engel und Dämonen, die sich von unserem Schicksal versklavt fühlen. Ich kann mich der Einzige sein. Schockwellen und so weiß ich, was es zu tun gilt. Ich werde all jene finden, die des Krieges müde sind und sie anführen. Ja, machte das. Ach, lasst mich. Lol, was ist denn das für ein... Ah. Okay. Der war komisch. Vermisse ich die Schatzgoblins. Schon lange nicht mehr einen gesehen. Auch irgendwie mit dem Barbaren, den ich angefangen habe. Nicht. Wo geht's hier weiter? Hier scheinbar Zoologe von Westmar. Die Chaosgespenster gehörten zu Maltaels engsten Vertrauten. Und als er der Dunkelheit verfiel, wurden auch sie stark in Mitleidenschaft gezogen. Vorbei sind die Zeiten ihrer strahlenden Flügel und ihres ruhigen und weisen Rats. Jetzt werden sie nur noch von ihrer Bosheit getrieben, sowie dem unersättlichen Verlangen, alles Leben auszurotten. Aha. Und schon wieder ein Unique. Oho, was ist denn hier los? Aua. Der macht Schaden. So, den haben wir auch. Amulett, gib mir mal deine Werte. Chance, Gegner beim Treffen zu einem Ziel zu ziehen und sie um 60% zu verlangsamen. Ist jetzt nicht gerade für uns geeignet. Ja. Vielleicht für einen Hexendoktor mit Beschwörungen und so wäre es besser. Dieser Schatz könnte
könnte uns von Nutzen sein. Trimmerteile, ja, ganz klar. Ganz klar, diese Trimmerteile sind uns so was von wichtig. Oh, der macht Lärm. Lol, der friert uns ein. Oh je. Brauche mehr Arkankraft. Der Engel ist auch tot. So, Dele. Hier gibt's schon ein paar mehr Engel. Und auch tote Engel hier. Ah, nur sein Fenster. Und schon die nächsten. Oh je. Hui. Könnten die Geister meiner Schwestern hier zusammen mit all den anderen gefangen sein? Ich kann weder ihre Stimmen hören, noch sehe ich sie. Momentan ist es so wie im silbernen Turm. Mit diesen großen Viechern und den Engeln. Schade, dass sie nicht neue Ideen reingebracht haben. Aber es ist auch gut, ein bisschen Nostalgie zu schwelgen. Mein Vater stört es nicht, beständig den gleichen Kampf gegen die gleichen Feinde auszufechten, während alles zu Asche zerfällt. Mögen seine Siege auch einen Tag Bestand haben. Ein Jahr, vielleicht gar ein Jahrhundert. Der Krieg wird niemals enden, solange er und seine Brüder uns anführen. Ein Ende ist möglich, aber Narren wie mein Vater sind nicht in der Lage, es zu sehen. Okay. Hydra, Meteor. Nicht schlecht, der Zauber. Aber wir nehmen lieber die Hydra. Okay, hier ist... Okay, wir kommen doch durch. Ah, nicht schon wie so ein Flea-Monster, das uns fliehen lässt. Da ist der Rest. Okay, hier ist mal nix, aber hier geht's runter. Aua, meine Ohren platzen jetzt im Bad. Oder werden zerquetscht. Ebene 2. Okay, was ist denn das dort? Sieht das wie eine Uhr oder so? Sarasiel. Okay. Attackenraum. Aha, jetzt geht's kaputt und wir haben... Ich fühle mich anders. Ich nehme mehr wahr. Das Wesen der Schöpfung offenbart sich mir. Ist es dies, was den Tod ausmacht? Ihr seid nicht tot. Ihr verharrt jetzt im gleichen Zustand wie Maltael. Das heißt, ich kann ihm wehtun. Sehr sogar. So hatte ich euch in Erinnerung. Ja, ihr seid bereit. Und es ist euch möglich, Maltael zu vernichten. Okay, cool. Doch vergesst nicht, was ihr auf eurer Reise alles gelernt habt. Wir brauchen euch.
Die Welt braucht euch. Ui. Also. Naja. Quasten wollen wir jetzt nicht. Wir gehen durch das Portal. Während des dritten Ansturms wurde ich niedergeschlagen. Als ich mein Bewusstsein wiedererlangte, fand ich mich in Ketten wieder. Ich hatte nicht gewusst, dass Dämonen Gefangene nehmen. Wie ein Narr stammelte ich vor mich hin und berichtete von meinem Wunsch, diesem Krieg zu entkommen. Daraufhin ließ mich meine dämonische Wächterin ziehen und sagte, dass wir uns wiedersehen würden. Ihr Name war Lilith, die Tochter Mephistos. Was? Mephisto hat eine Tochter? Ich vernahm.